Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Tanks. Und ja, lange, lange ist's her, dass ich mal eine Folge aufgenommen habe. In den letzten Tagen, Wochen habe ich ja des Öfteren mal abends dann gestreamt. Und ich konnte ja auch eine Zeit lang keine Videos hochladen bei World of Tanks, wollte ich gerade sagen, bei YouTube. Hab jetzt aber die Version, diese neue YouTube-Version. Habe ich wieder zur alten Version hin gewechselt und jetzt funktioniert es. Ich weiß nicht, ob es da dran lag oder an irgendetwas anderem. Auf jeden Fall, jetzt funktioniert es wieder. So, in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber ich habe zum Beispiel, fangen wir mal an mit meinem T10. Da habe ich eine Gun Mark drauf. Auf dem KV2 habe ich eine Gunmark drauf. Gut, ist beim KV2 ist es nicht ganz so schwer, weil das Ding mit der Derp Gun zu fahren, ja, ne? Aber was habe ich denn noch? Ich habe genau auf dem Prototypen habe ich mir eine Gunmark geholt und auf dem IKV habe ich mir eine Gunmark geholt. Und ich glaube, da waren noch irgendwo ein oder zwei, weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr. Naja, nichtsdestotrotz, ich möchte heute mit ein bisschen Panzer-Action starten. Ach so, mir fehlt auch übrigens nicht mehr viel zum Achter. Das ist dann der, welches ist denn das? Der Udis? Ja, genau, der Udis kommt als nächstes. Noch 7000, nicht mehr ganz 7000 Erfahrungspunkte. Da würde ich sagen, starten wir heute mal spontan mit dem IKV 90B und knallen hier einfach mal gleich eine Runde, am besten so mit 8 oder 10 Kills raus. Dann gibt das ordentlich Erfahrung, ordentlich Credits. Und mein Team wird natürlich gewinnen. Ganz. Und los geht er, der Peter. Wir sind hier auf Minen. Und oh, wollen mal gucken, dass wir hier vielleicht den einen oder anderen schon erwischen. Das war schon mal der erste Treffer. Sehr schön. Damit hat der Panther nicht gerechnet. Ist zwar leider durchgekommen, genauso wie die Bad Chat. Aber da ist der Panther schon mal von uns gegangen. Sehr nice. T26, da komme ich aktuell nicht ran, weil leider der. Ah, aber wenn er wieder rauskommt. Jetzt so. Jetzt. Zack. Oh, kritischer Treffer nur. Schade. Er kommt noch mal raus. Sehr mutig das Ganze. Oh. Der Lump, doch. Schießt über den Jagdpanzer. Alter, nochmal. Ah, das wird keine epische Runde, glaube ich. So, Kollege. Die Bedshed muss da weg. Das ist ein kleines Problem. Der steht da und der jagt. Ah, Mann, ey. Du siehst doch, dass da eine Bedshed steht. Warum machst du denn nichts, du Idiot? Ja, guck mal, jetzt schießen sie blind hier hin. Da kam gerade noch ein Schuss. Und. Nee, auch nicht. Da ist gut. Sehr gut, Kollege Patriot. Er ist nicht der Richtige, ne? Das ist der ohne Bemalung. Aber es ist ja trotzdem der. Oh! Nein, doch! Oh! So, okay. Ärgerlich, ärgerlich. 2 zu 3 steht es aktuell. Das ist nicht ganz so cool. Die Bedshed ist immer noch da oben auf dem Hügel. Ah, das ist natürlich richtig ärgerlich. Gut, man muss es halt so sehen. Immerhin ist der Panther nicht durchgekommen. Oder nur halb durchgekommen. So, da kommt der 3485 gleich wahrscheinlich wieder um die Ecke gefahren. Ne, doch noch nicht. Ah, er ist natürlich jetzt. Ah, zack. Och, je. Was war das denn? Oh. Oh. Und unsere stehen viel zu weit hinten und lassen jetzt alle Gegner da einfach durchfahren. Jetzt der zweite auf dem Hügel. Das ist natürlich gar nicht so geil. Und wahrscheinlich werden sie auch gleich hier links rumkommen, weil da nämlich auch keiner ist. Ah, fährt er. Oh, Abpraller mit. Mit Premium-Munition. Ich krieg die Krise. Ah! Nein! Ah! Ah! Verdammt! Ich dachte, der guckt noch mal raus.
Aber leider ist er in die andere Richtung gefahren. Leider, leider. Nee, da schieße ich jetzt. Jetzt schieße ich. Ha! Kollege, da. So, wenn wir nicht gewinnen, dann treten wir jedenfalls den Rasen kaputt. Ah. Ach, jetzt kommen sie da auch noch. Oh, natürlich verschieße ich. Ist klar. Ist klar. Ah, episches Fail-Team. Ganz klarer Fall. Also zuerst sah es gar nicht so schlecht aus, als der Panther da in der Mitte wegging, ne? Der Panther 88. Da dachte ich schon so, okay, das sieht ganz okay aus, auch wenn die Badger durchgekommen ist. Der erste T-34-85 durch, der zweite T-34-85 durch. Keiner links. Auf der Insel stehen bleiben, ohne irgendwas zu spotten. Ah, Mann, Mann, Mann. So kann man natürlich nicht gewinnen. Das ist klar. Aber nichtsdestotrotz war es von mir jetzt eine gar nicht so schlechte Runde. Ich bin. Ja, gut, ein, zwei Treffer mehr wären natürlich noch richtig gut gewesen, aber selbst so jetzt war es okay. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh Mann, das war ein Komplettausfall. Vom Schaden her auf jeden Fall war es kein Komplettausfall. Von der Erfahrung her war es natürlich unterirdisch. 217 Erfahrung, das geht mal auf keine Kuhhaut. Das machen wir jetzt besser. So, es geht weiter und wir spielen die Karte Karelien als Angriffskarte. Und ich finde das immer, oder ich persönlich mag es überhaupt nicht, eine Angriffskarte zu spielen, wenn ich Artillerie bin oder einen TD fahre. Das ist immer so ein bisschen. Uncool. So, da bin ich wahrscheinlich gespottet. Nein, ich bin nicht gespottet worden. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Dann können wir uns hier gleich nochmal hindrehen und gucken. Jetzt geht er zu. Okay, macht aber nichts. Das war der erste Treffer. Quasi der erste Gratistreffer. Denn. Weder gespottet worden, noch irgendwie, da kommt ein noch irgendwie Gegnerfeuer auf mich gezogen. Das ist natürlich richtig cool. Und mal gucken, ob wir Glück haben mit der Bedjet. Ah, die ist noch hinterm Stein. So, jetzt wird er ein bisschen wütend und kommt gleich hoffentlich raus. Ne, doch noch nicht. Ah, Mist, ey. Der LTTB hat sich natürlich jetzt auch festgefahren, ne? Ja, schade. Mit dem letzten Schuss, glaube ich, hat die Badger ihn da rausgenommen. Mit dem letzten Schuss im Magazin. Ja, da können wir nichts mehr machen. Da hätte er vielleicht vorher ein Stück zurückfahren sollen. Nachdem er sieht, die Badger will da runterfahren. Aber gut, dieses Klugscheißen im Nachhinein ist natürlich auch meine Kunst für sich, ne? So, also ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich an diesen IKV eigentlich gewöhnt. Schade, dass ich ihn jetzt demnächst, ich muss ihn ja nicht abgeben, ich kann ihn ja behalten. Also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt über die Zeit, naja, lieben gelernt nicht, aber ich komme einigermaßen gut mit ihm klar, sagen wir es so. Und das ist eigentlich ganz schön. Am Anfang hätte ich noch gedacht, oder dachte ich noch so, oh, was ist das bloß für ein grottenfahrzeug Fahrzeug anschauen. Aber mittlerweile geht es eigentlich ganz gut und nichtsdestotrotz freue ich mich auf jeden Fall auch auf den UDIS, weil der schon so ein bisschen Stritzwagen S1-mäßig unterwegs ist. Ja, bin ich gespannt. Also die erste Kanone vom UDIS soll nicht so geil sein. Damit muss man, ja, da kann man nur leicht gepanzerte Ziele, glaube ich, treffen. Aber die Kanone, die dann nachher kommt, die soll dann richtig Spaß machen. So, schade, da fährt der Udis leider wieder genau hinter den Stein, du. Der Lump. Hammergut, ich habe den gekettet auf diesem Pixel. Das kann man schon als Pixelschuss bezeichnen, würde ich sagen. Und habe dafür noch Support-Schaden bekommen. Sehr, sehr cool. Und ich bin. Oh, da ist die Bedjet. Oh Mann, jedes Mal, wenn ich mich wegdrehe, das gibt's doch nicht. Thank you.
Und der Chat gecaddet. Bad Cat. Komm schon. Oh! Na, danke auch. Immerhin ist der jetzt kaputt. Super. Das war relativ wichtig. Jetzt haben sie nur noch einen Spotter. Oh, wir haben gar keinen mehr. Was ist denn da los? Autsch. Ja, das war zu erwarten. Mist. Da hätte ich auch ein bisschen mitdenken können. Bin ich noch gespottet jetzt hier vom HWK oder was? Der guckt so hier rüber. Ne, der steht, glaube ich, hinterm Stein, oder? Da ist er. Schade, dass der jetzt zugeht. Oh, das wäre so schön. Ah, da ist er wieder. Okay. Na, komm raus. Jawoll, Freundchen. Das war einmal voll ins Heck. Sehr schön. Dass der immer noch lebt da unten. Oh, da ist ein zweiter, da ist ein AMX-30 jetzt auch noch, der oben bei unserer Artillerie gerade Ärger macht. Ich hoffe mal, der KV-3 kriegt den da irgendwie weg. Oh, nee, das gibt's nicht. Der holt da echt noch eine Arti raus. Oh, die schießt daneben. Nein. Oh, wie unangenehm. Oh, jetzt kommen sie da hinten alle rum. Krass. Super. Das wird ja die nächste lustige Runde hier heute. Also bis gerade eben sah meine WN8 eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich hatte eine WN8 von 1700 noch was. Und 2 von 4, also eine 50% Siegrate. Und natürlich kommen jetzt die ganzen Niederlagen in Folge plus richtig beschissene Runden noch dazu. Aber okay, das stört mich jetzt auch nicht mehr wirklich. So, pass mal auf. Der nächste Schuss wäre doch... Jetzt muss hier alles reingehen, was reingehen kann. So, der geht bestimmt zu im letzten Moment. Nee, doch nicht. Zack, Freundchen. So, und jetzt kommt gleich ein Premium-Schuss. Und zack. Und jetzt bin ich auf. Oh, schade. Ah, er bleibt stehen. Das ist sein Fehler gewesen. Natürlich, der Killshot, ne? Der Killshot geht nicht rein. Es ist immer das Gleiche. So, natürlich musste er mir noch einen verpassen. Und auch gleich noch 230. Jawoll, das ist die Arti dazu. Ah, wie man sie kennt, wie man sie liebt, immer in den falschen Momenten. Ach, naja, ich meckere mal lieber nicht weiter. Oh, da oben geht's los. So, dann muss ich einmal schnell ein bisschen zur Seite kommen hier. Hä, wo ist die? Ach, da ist der schon. Oh, und hinter mir steier Waffenträger. Oh, oh. Oh, oh, was mache ich denn hier jetzt? Ach, der kommt gar nicht an den Kran von da. Das ist ja super. So, dann wollen wir mal gucken. Also, vielleicht mit Glück kriege ich noch von der Lorraine. Oh, ja. Haha, daneben. Ah, da ist die Lorraine. Okay. Oh, komm. Ja, der fährt einfach durch. So. Immerhin das noch. Und das nächste epische Team hier auf meiner Seite. Wunderbar. Wunderbar. Ach ja. Wir können ja mal gucken, was die letzten beiden schlagen. Keine Ahnung, was hat der denn vor? 3 Panzer hinter ihm. HWK, One-Shot. Ich fahr mal weiter geradeaus. Boah. So ein Glück hätte ich auch gerne mal. So, jetzt nach vorne fahren. Nein, nach vorne fahren. Vollpfosten, ey. Der Rest des Teams war genauso. Oh Mann, ey. So, ich werde jetzt noch eine Runde mit dem IKV spielen und wenn das nicht klappt, dann werde ich die Folge hier auf jeden Fall auch wieder beenden. Dann teste ich das heute Abend nochmal, wenn ich dann streame. Vielleicht läuft das dann besser. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, mir hier die ganze Statistik wieder zu versauen. Das muss nicht sein. So, und diesmal, ja. Na, ihr könnt sehen, diesmal war es schon etwas besser von mir. Ich habe sogar noch 9000 Gewinn gemacht. Super. Und ja.
WN8 sieht immer noch gut aus. Ja, Gefechte jetzt nur noch, der Siegrate nur noch 33%. So kann das gehen. Oh, wo ich hier gerade die neue Übersicht sehe. Vielen Dank nochmal an Joma übrigens, der mir den Tipp gegeben hat, hier in der Mitte, wo sonst die Tipps angezeigt werden. Da kann man ja auch die Karte einblenden lassen, weil ich das ganz oft habe, wenn ich streame zum Beispiel, dass dann mein Spiel ein Tick langsamer ist als sonst. Und ja, die sagen dann immer so, fahren wir links lang, fahren wir rechts lang? Und ich so, ja, ich bin noch gar nicht drin. Und so kann ich immerhin schon mal sehen, wo ich denn starte und weiß ungefähr, wovon sie reden. Also vielen Dank nochmal dafür. Das war ein sehr, sehr guter Tipp. So, los geht's. Neue Runde, neues Glück und ja. So, da setzen wir doch gleich mal einen Schuss rein in den IS. Oder in die IS, ich weiß es mal nicht. Ich sage immer den. Und das war ein Schuss für umsonst. Und da haben wir schon den ersten rausgenommen. Das ist natürlich richtig gut. Ich weiß gar nicht, also getrackt scheine ich ihn nicht zu haben, denn ich habe keinen weiteren Support-Damage bekommen. Insofern, ja, war es halt nur der pure Schaden. Aber es macht ja auch nichts. 228 Schaden immerhin schon mal, die nicht rückwärts zählen. So. Hinten steht ein T29 auf offener Fläche. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Komm ich da ran, komm ich da ran, komm ich da ran. Ah, da fährt er gerade in das Haus. Das ist doch zum Mäusemelken. Mann. Okay. Wir drehen nochmal hier eine kleine Runde. Ich will ja auch ein bisschen Schaden machen noch. Und eventuell steht hier oben noch eine Bedshed auf dem Hügel. Die ist nämlich noch nicht wieder aufgegangen seitdem. Jetzt bin ich erst aufgegangen, okay. Hä? Oh Mann, ich wollte den ketten. Einen stehenden Panzer, nicht ketten. Das ist natürlich schon eine große Leistung. Oh, wen haben wir da denn? Moin! Moin, moin! Oh, jetzt hat er mich gekettet, die Sau. Gott sei Dank kommt der Type 64 mir zu Hilfe. Das ist gut. So, das heißt, ich habe noch ein klein bisschen Zeit, mich zu regenerieren. Werde natürlich auch erstmal warten. So, 10 Sekunden sind vorbei. Das ist doch ein Wunderbärchen. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht sogar noch... Oh, nee. Das ist nicht euer Ernst. Da ist dieser eine Hausvorsprung. Ach, komm schon. Mann, Mann, Mann. Ach, ja. So. Oh, was haben wir da hinten? T34-100. Der ist ein One-Shot, oder? Ja, der ist auf jeden Fall ein One-Shot. Ich lade mal Premium-Munition rein. Den will ich mir jetzt nämlich nicht entgehen lassen. Ich hoffe einfach mal, dass das hier gut geht. Oh, hier sind so viele Gegner, ne? Der kommt hier bestimmt rum. Wenn ich er wäre, hätte ich so getan. Der hat ja... Ah, da ist er. Da ist er. Okay. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber gut. Der fährt über die freie Fläche. Weiß nicht, ob er noch rechtzeitig kommen will oder was auch immer sein Ziel da ist. Und ich kette ihn. Leute. Natürlich. Ah, so. Und jetzt kriege ich... Ja, war so klar. Ah. Und in dem Moment, wo ich abdrücke, wird er mir vor der Nase weggeschossen. Eieiei. Das ist, ja, natürlich. Und die Runde gewinnen wir jetzt auch, weil ich habe gerade mal 4 Treffer gemacht und nicht wirklich dolle Treffer. Ja. Wir sehen das hier. Warte mal. Ich repariere mal eben meinen Motor. So, wenn der Type 62, der steht da auf Feuer, das ist gut. So, ich hätte gern noch einen Treffer. Attacke. Pam! Ja, genau, ich treffe den nicht. So, das war mir jetzt egal. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, weil...
Die Kanone von dem Teil ist echt so genau. Aus der Fahrt könnte so ein Snapshot auf 5 Meter Entfernung ruhig mal treffen. Aber gut, es sollte nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann muss das jetzt auch nicht mehr sein. Dann will ich lieber noch ein bisschen Spaß haben. Leider, ich habe nicht mal Schaden gemacht, glaube ich, oder? Doch, 79 Schaden habe ich gemacht. Wahnsinn. So. Ja, ja, gut. Ne, also normalerweise... Oh, nee, ey. Das ist nicht sein Ernst. Der hat 3 Gunmarks und lässt sich so von dem Badshot, von der Badshot verarschen. Respekt. Oh, fahr noch weiter nach hinten. Alter, ist das sein Ernst? Der hat 3 Sterne auf 3 Gunmarks auf dem Panzer und naja, wir können ja mal gucken, was sonst noch so passiert ist in der Zwischenzeit. Ich denke, ich werde die Runde hier beenden, denn diese Runde werden wir garantiert auch verlieren. So, das ist doch schön. Die erste Runde im neuen Jahr und die erste Runde seit einer Ewigkeit, die ich mal wieder aufnehme und gleich schön mit 3 Niederlagen am Stück. Wahnsinn. So, na mal gucken. Noch ist ja nicht vorbei, aber ich prophezeie euch, zu 80% wird diese Runde in die Hose gehen. Definitiv. Genau, den Tiger 1 habe ich mir ja relativ neu geholt. Dann habe ich noch... Ach ja, hier auf dem Ferdinand habe ich jetzt auch eine Gunmark drauf. Genau. Ah, wunderschön sieht das aus. Und beim VK28... Genau, da bin ich durch. Den habe ich komplett durchgeforscht. Das heißt, demnächst, wenn der Spick mal wieder im Angebot ist hier, dann kann ich mir den auch mal leisten. Das ist schon mal nicht so schlecht. Hier bei dem Panzer, glaube ich, fehlt auch nicht mehr so viel, bis ich da durch bin, oder? Ach so, nee, Quatsch. Das war der Indien-Panzer. Bei dem fehlt noch eine relativ große Menge. Hier beim T-34-85, da fehlt aber nicht mehr so viel. Das sind nämlich nur noch 3000 Punkte. So, den spielen wir jetzt auch nochmal eben. Und dann können wir in der Zwischenzeit die andere Runde verlieren. Oh, wir haben gewonnen. Erlenberg gewonnen. Wahnsinn. Aber ja, gut. Mal gucken, können wir uns die Ergebnisse anzeigen lassen noch schnell? Ja, oh, wunderschön. Ach, herrlich. Natürlich, so eine Runde gewinnt man dann, ne? Kein Schaden gemacht, kein Kill gemacht. Die gewinnt man. Aber egal. Wollen wir nicht weiter drum rummeckern. Ach ja, und ihr seht halt von meinem Namen die 1. Ich habe es auch tatsächlich endlich mal geschafft, mir die Stuck 4 freizuspielen. Ah, so viele Sachen passiert. Aber das, ja, das hat man wahrscheinlich auch schon im Stream gesehen. So. Gut, wir gucken mal, was gleich draus wird. Letzte Runde für diese Folge. Bis gleich. So, da wollen wir uns mal in Position bringen. Ich bin mal hier rumgefahren, wurde auch nicht beschossen. Das heißt, die gegnerische E25, ich stelle mich ja immer gerne hier einfach aufs freie Feld und spotte hier rüber. Ich weiß nicht, ob die E25 vielleicht woanders lang gefahren ist. Auf jeden Fall wurde ich nicht beschossen. So, ich warte jetzt hier auf meine Heavys, oder auf meinen Heavy. Ja, da kommt er, das ist schon mal gut. Da haben wir einen. Oh, komm doch mal raus, bitte. So ein klein bisschen nur. Klein bisschen nur. Und natürlich geht er einmal schön in den Felsen. Aber ich habe ordentlich Spotting Damage bekommen. Wow. Das ist ja schon fast wie ein großer Spotter hier, der ich bin. Wieso... Alter. Der war fast voll eingezielt. Ich kann doch nicht in den Boden schießen da vorne. Das geht doch nicht. Unser KVS... Oh, oh, oh.
Den habe ich mir verdient. Ein Wunder, dass die Artillerie noch nicht auf mich geschossen hat. Ehrlich gesagt. So. Ey, wisst ihr was? Genau in dem Moment, wo ich abdrücken will, geht der kaputt. So, ich... Mann, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf gerade. Wow. Das war ja fast ein Snapshot. So, ich werde schon wieder blöd hier gerade. So, ein bisschen ruhiger werden. Nachher definitiv, bevor ich loslege, auf jeden Fall erstmal ein bisschen Schnaps trinken. Mann, regt mich das hier gerade alles auf. Das gibt's nicht. Oh, ja, genau. Genau, du Lump. Da ist er. Und ich schieß drüber. Ey, diese Kanone vom T-34-85, ne? Alter Schwede. So, da hast du noch ein Freundchen. Aua! Nicht immer auf mich, Mann. Als ob ich hier der einzige Panzer bin. Gibt's ja wohl gar nicht. Ha! So. Oh. Oh je, oh je, oh je. Das sieht alles gerade nicht so gut aus hier. Gleich kommt der T-37 von hinten. Wollen wir schon mal auf die Karte pingen, dass die auch vorbereitet sind, die Jungs da. Oh, der hat mich auf jeden Fall gespottet. Der guckt zu mir. T-67 hinter dir. Oh, er hat geschossen. Sehr gut. Ah, ich kann nicht reparieren. Ich kann nicht reparieren. Warum kettet er mich denn in seinem letzten Schuss? Sehr gut. Mann, 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 doch. Was ist hier jetzt los? Oh, Leute, den Aal, den hätten aber hier die beiden doch locker mal... Na gut, getroffen. Ja, sehr schön. KV-2 zerstörte Aal. So, ich bin gespannt. Die E-25 wird bestimmt gleich... Ja, von da kann sie eigentlich nicht kommen, weil der dicke Max da noch steht. Allerdings bin ich auch leider ein... Ja, wenn sie High Roll... Ne, wenn sie normal trifft... Standardschaden von 135, glaube ich, ne? Hat die E-25. Die steht da noch tatsächlich. Gut, so viele mehr sind da auch nicht. Das heißt... Er dreht um. Also jedenfalls hat er gerade so getan, als ob er umdreht. Wollen wir mal schauen. Ist auf jeden Fall kein One-Hit für mich. Das kann ich schon mal sagen. Wahnsinn! Was für eine Runde zum Abschluss. Und damit muss ich sagen, 4 Spiele, 2 Siege, 50% ist wieder hergestellt. Also jedenfalls jetzt aus dieser Runde, aus dieser Folge. Und die letzte Runde war dafür nochmal echt gut. Also ich hätte zwar ein bisschen weniger Schaden fressen können, aber ich denke, 3 Kills hatte ich, glaube ich, und vom Schaden her war es auch schön und ordentlich anzusehen. Vor allem Spotting Damage hatte ich, glaube ich, auch richtig viel. Hatte bestimmt 1000 oder so. Und das aus der Position raus. Also da haben meine Mitspieler das gut genutzt, dass ich gespottet habe. Unfreiwilligerweise eigentlich, weil ich wollte eigentlich nur Schaden machen. Boah, 7 Kisten. So, hier, Speer-Badge bekommen, Duellant bekommen, Wirkungsfeuer, zweite Klasse. Das war eine ordentliche Runde. Sehr schön. 1085 Punkte durch die zweimal Erfahrung 3256 und ja, 1419 Spotting-Schaden. Sogar noch ein bisschen was geblockt. Also 12 Schuss. Die Schüsse, die getroffen haben, gingen auch alle durch. Herrlich. 39.000 Gewinn.
Und damit können wir den T43 erforschen. Sehr, sehr geil. Vielen Dank. Der nächste Panzer, den ich dann irgendwann mal kaufen kann, wenn ich wieder ein bisschen Kohle habe. Ich bin ja bei diesem Shopping-Event. Ich habe hier sogar auch schon einen Stern drauf. Krass. Bei dem Shopping-Event habe ich ja 15,5 Millionen ausgegeben und danach dann nochmal ein bisschen hinterher. Also insgesamt war ich, glaube ich, bei 18 Millionen, die ich ausgegeben habe an Credits für Verbrauch hier für Einbausachen plus, ich glaube, 12.000 oder 15.000 Gold für Garagenplätze. Und ja, das war auf jeden Fall ordentlich. Freie Plätze 94 habe ich jetzt aktuell. Das sollte auf jeden Fall erstmal wieder reichen. Und ja, ich werde die Folge jetzt hier beenden. Hoffe, zum Schluss hin hat es euch doch nochmal ein bisschen gefallen und ich werde jetzt auch versuchen, in nächster Zeit wieder ein klein bisschen mehr zu machen, auch Let's Plays wieder zu zeigen, nicht nur zu streamen, sondern auch mal so nebenbei ein bisschen was hochzuladen und mal gucken, wie das klappt, ob das klappt, aber ich bin guter Dinge, also bis zum nächsten Mal, Leute, macht's gut, haut rein und ciao, ciao!